Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, ich bin saudämlich. Muss ich gerade mal so anmerken, denn ich habe herausgefunden, ich habe hier noch einen Haufen Gems in dieser Tasche liegen. Das heißt, alles, was ich an Gems habe, kann ich da jetzt verwenden. Und ja, wir haben ziemliche Essensprobleme. Ja. Ich weiß, dass ihr die Edelsteine behalten wollt, aber welche? Nee, das bringt so nichts. So auch nicht. Do not take the gems with you. Leave all four behind. Ist grün schon. So rum vielleicht? Nein. Oh. Hat das alle geöffnet? Nein, nur zwei. Chitin Light Armor. Ja, gut. Ich werde mal hier ein bisschen ausrümpeln, was wir so nicht mehr brauchen. Ja, das behalte ich mal. Der kann weg. Die beiden sollte ich mal verfeuern irgendwann. Slingshot, ja, sollte ich behalten. Antidot ebenso. Das Buch kann weg. Das Zepter kann mal weg. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht doch irgendwann mal brauchen werden. Ja, ich würde gerne auch hier und hier noch reinkommen. Also packe ich das Zepter mal da rein. Ja, mit den ganzen Notes müsste ich auch mal etwas ausmisten. Schon, dass es mit zwei grünen und zwei blauen gehen müsste, einem blauen und dem roten gehen müsste. Licht. Und ja, wir haben Hunger, also regenerieren wir auch nicht.
Nein. Auch nichts. So auch nicht. So auch nicht. Nein. Nein. Und ja, ich sollte mir markieren, dass in dem Ding hier noch ein Secret ist. Nämlich hier. Secret. Ah, nein, so. Das bringt nichts. Das bringt auch nichts. Nein, wenn ich zwei Grüne austausche, wird das kaum was bringen. Wie komme ich eigentlich von hier aus am schnellsten wieder nach oben? Vom D-Teleporter eigentlich. Komme ich nach oben? Hier hin? Nee, halt hier drüben hin. Ja. Weil hier hätte ich noch ein Blue Gem zum Einlegen. Aber das können wir auf dem Rückweg mal machen, wenn wir wieder hochgehen. Okay. Ich glaube, ich muss mir das irgendwann mal aufschreiben und notieren, wie ich das Rätsel am besten löse. Wenn ich das überhaupt noch lösen kann. So ein Pech, dass niemals jemand den Maschinenraum verlassen hat. Du kommst immer näher, aber läufst trotzdem in die falsche Richtung. Nicht viele haben uns solche Unterhaltung geboten. Aber die sehr aufregenden Teile sind in der anderen Richtung. Ja, make sure you leave the 4 Gems behind. Also ich muss wieder 4 Gems zurücklassen. Geschwindigkeit wird dich nicht schnell irgendwo hinbringen. You know what we want. Ja, den roten Gem. Holen wir den einfach mal wieder von oben. So. Hat auf der Seite schon mal viel gebracht.
Und jetzt ist da offen. Oger. Ernsthaft zwei Oger. Und ja, wir sind in den Maschinenräumen jetzt gelandet. Mit dicken Ogern. Ja, schön. Okay, der Rückweg ist offen. Das Problem ist, der Ogerweg ist auch offen. Aber nur, wenn wir uns da hinstellen. Gut, sie war die Eismagierin. Wo ist mein Frostboat? Da ist mein Frostboat. Au. Und, ouch. Quicksave laden. Ja. Das hier ist jetzt echt fies. So. Ich werde da auf keinen Fall reinlatschen. Au. Weil so dumm bin ich nicht, dass ich nicht weiß, dass das hinter mir zugehen wird. Hi, du. Oh, oh. So, erster Ogre ist weg. Ich habe wieder einen Monsterschädel und einen Beastbone bekommen. Du bist überladen. Oh, du hast einen Warhammer dabei, den wir noch wegpacken könnten. So, und ja, bevor es zu dem zweiten Oger geht, die ganzen Schriftrollen hier können auch mal weg. Muss ich nach D zurück, um mich zu heilen. Und muss nochmal hier durch.
und runter. Oh, hier kann ich auch aufmachen. Au.